Was geht ab, meine Freunde? Wir sind wieder in aller Munde und willkommen zu einem neuen Video. Freunde, ich bin heute nicht alleine. Ich habe hier eine Person da von dem YouTube-Kanal Playmobil Filme Deutsch. Rico, was geht ab? Hey Yoshi, alles klar? Yes, 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 yo. Was geht ab, was geht ab? Freunde, folgendermaßen, wenn ihr es noch nicht wusstet, aktuell machen Rico und ich einen Playmobil-Kanal. Und man kennt Rico unter dem Namen Marvin, Herrn Deckert. Wem sprichst du noch so alles? Dann spreche ich noch zum Beispiel den Nils, der hat eine ganz hohe Stimme. Und der Herr Deckert, der hat eine ganz tiefe Stimme. Und wie spricht der Marvin nochmal? Der Marvin, der ist so ein Ding dazwischen, der spricht so etwas hoch, aber nicht so hoch wie der Nils. Also das ist hier der Marvin. Und jetzt haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht dabei, das ist Herrn Deckert. Also vielleicht diejenigen, die uns halt intensiver folgen, vielleicht habt ihr schon den Playmobil-Kanal gefunden, da machen wir beide ja Videos zusammen. Checkt das einfach mal aus hier, auf das i einfach draufklicken und dann, ja, checkt einfach mal unseren Playmobil-Kanal aus. Ja, das ist ja nochmal meine Figur, ne? Rico, hast du schon mal die McKinnon Minuten-Fries gegessen? Kennst du die? Nee, bisher noch gar nicht. Ich war noch ganz überrascht, dass es überhaupt gibt, dass man überhaupt mit der Mikrowelle die machen, ja, machen kann. Ich mache die immer nur mit der Fritteuse, aber ich bin mal gleich gespannt, wie die schmecken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die eigentlich so gut schmecken wie in der Fritteuse. Ist ein bisschen komisch, ne, aus der Mikrowelle. Ich meine, ich habe schon einige Sachen ja aus der Mikrowelle gegessen. Pommes unter anderem auch, aber nicht die von McCain. Und darum geht's, Freunde. Rico, wir haben hier zwei Portionen. Ich mache das Ganze mal auf. Ja. Was müssen wir machen? Wir haben einmal diese Packung. Das Ganze kommt 4 Minuten bei 750 Watt in die Mikrowelle rein. Eine Packung ist eine Portion mit 140 Gramm. Also ich glaube, wir beide würden beide so komplett welche platt machen, oder? Ja, natürlich. So, wie funktioniert das Ganze? Die gelbe Lasche vor dem Öffnen erhitzen. Okay, dann mach das doch mal. Läuft bei dir super. Ja, läuft sehr gut. So, jetzt ist er offen. So. Entfernen Sie den Deckel komplett entlang der gelben gepunkteten Linie. Einigermaßen entlang der Linie. Was ist das denn bitte? Also ich habe da jetzt auch etwas mehr erwartet. Ja, das ist ja ein Haufen an Pommes. Ich muss, aber die sehen gar nicht so schlecht aus, oder? Nee, also von der Optik her geht es auf jeden Fall klar. Ja. Nur ziemlich viel Grau gerade noch und ziemlich viel Gelb. Also ich habe mir da schon mit mehr erhofft. Für ein ideales Ergebnis darauf achten, dass die Pommes Fries nicht übereinander liegen. Deswegen ist wahrscheinlich auch so wenig drin. Damit die Pommes Fries knusprig werden, legen Sie den Deckel direkt in die Packung. Der Deckel muss die Pommes Fries berühren. Guck mal, so, dann wieder drauf. Ich glaube, du musst es komplett runterdrücken. Oh, okay. Ist ja voll die Doktorarbeit hier. Auf jeden Fall. Der Deckel muss die Pommes Fries berühren. Erhitzen Sie die Pommes entsprechend der unterschiedlichen Zubereitungszeit. Freunde, ich würde sagen, wir gehen da zur Mikrowelle und werden das Ganze vorbereiten. Und dann sehen wir uns später beim Snacktest wieder. Und Freunde, hier sind wir wieder. Das Ganze hat doch ein bisschen länger gedauert als 4 Minuten, weil irgendwie... Es war noch nicht so warm, so wirklich, ne? Nee, also wir haben erstmal 4 Minuten probiert, aber dann waren sie noch ganz schön labbrig. Aber das sollte jetzt zum Glück nicht mehr der Fall sein. Genau, deswegen, Freunde, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Rico, auf 3. 1, 3. Hier sind unsere Pommes. Boah, das sieht so wenig aus, ne? Das ist krass. Ja, hast du seitdem nicht viel getan, ne? Nicht wirklich. Also das ist definitiv ein Minuspunkt. Gucken wir uns mal die Konsistenz an. Bist du so ein Pommes-Experte, Rico? Ich würde sagen, bei der Menge, die ich esse, schon, ja. Boah, ich glaube, das ist der nächste Minuspunkt. Also die ist immer noch ganz schön labbrig, obwohl wir die schon nochmal reingetan haben. Ja. Das ist nicht wirklich so kross, wie man es eigentlich gerne hätte. Zumindest habe ich so gerne. Probieren wir es mal? Ja, probier mal. Ja, und das schmeckt man, finde ich, auch. Also das ist... Sehr labbrig, ne? Ja. Knusprig und lecker, okay. Kann das sein, dass die schon ein wenig gesalzen sind? Nee, sieht nicht so aus. Sind auf jeden Fall nur... Aber man schmeckt zumindest nichts. Nicht wirklich, nicht wirklich. Ich gebe das Ganze nochmal eine Chance. Wir haben ja noch Mayo mitgebracht. Vielleicht rettet es das nochmal. Mal schauen. Bananas drauf. So, gut. Kennst du die Leute, die die Soße bei Pommes an der Seite machen? Oder Typ B, die einfach alles da drauf hauen? Ja klar, aber ich bin Typ 1. Was bist du? Ich bin auch Typ 1. Ich bin auch Typ 1. Also, gut, dann kriegen wir keinen Stress. No hate, ich wurde letztens dafür kritisiert. Ich hasse es einfach persönlich selber, wenn das auf der Pommes so drauf ist. Ich wollte dann damit natürlich niemanden angreifen. Wir verstehen uns. So, das Ganze mit Mayo, zum Wohl. Also es schmeckt schon ein bisschen besser, aber das ist ja immer so, wenn Mayonnaise dabei ist. So ist zumindest es bei mir.
Mhm. Aber man schmeckt natürlich immer noch, dass sie sehr labbrig sind. Ja. Ganz ehrlich, Rico, ich bin ein wenig enttäuscht. Ich meine, das ist Pommes aus der Mikrowelle. Also wir sind uns da, glaube ich, einig, wie du auch schon gesagt hast, Pommes muss aus der Fritteuse kommen, oder? Ja, oder zumindest aus dem Backofen. Aber ja. Mikrowelle, das klingt erstmal ganz komisch. Und der Eindruck hat sich dann auch hier bestätigt. So. Also man denkt natürlich dann erstmal, ja, das kann doch gar nicht sein. Mhm. Will eigentlich dem Ganzen eine Chance geben. Und ja, dann merkt man eben so, dass man eigentlich doch recht hatte damit. Mhm. Also ich sag mal, wenn man wirklich Hunger hat und man hat nichts mehr zu Hause zu essen, der Hunger treibt's rein. Ist nicht knusprig, ist labbrig, das haben wir ja schon alles gesagt. Bisschen Salz kann noch ein bisschen rein. Also, wir sind uns einig, Rico. Ja, auf jeden Fall. Die Pommes ist jetzt für uns beide kein Muss. Dann lieber aus dem Backofen. Was müssen wir noch zu sagen? Ja, der Preis ist echt auch hart. 2,39 habe ich, glaube ich, gezahlt. Eine Tüte Pommes bei Aldi kostet 80, 90 Cent. Ja, genau, nicht mehr. Kein Kommentar dazu. Aber Freunde, ihr wisst ja, ist eine Geschmackssache. Generell, bei einem schmeckt es bei anderen halt nicht. Und ich würde sagen, das war es dann auch schon mit dem Video. Freunde, checkt mal von Rico und von mir den Playmobil Filme Deutsch-Kanal aus. Den YouTube-Kanal, wie gesagt, haben wir euch verlinkt. Rico, du hast gerne das Schlusswort. Irgendeine Message, irgendeine Marvin-Herr-Decker-Weisheit hast du irgendwie parat. Ja, die habe ich immer parat. Nee, also ich habe hier schon ein paar Sachen vorweggenommen. Wenn ihr Bock habt, so ein paar Playmobil-Stories zu sehen, vielleicht habt ihr auch schon ein paar bei YouTube gesehen, dann schaut auf jeden Fall mal bei uns vorbei. Wir wollen auf jeden Fall immer so ein bisschen da Action im Klassenraum liefern. So bisher ist der Klassenraum so im Fokus. Und da könnt ihr das mal abchecken. Freunde, wenn, genau. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Sonst für weitere coole, frische Videos einfach unten links auf Abonnieren klicken. Daneben findet ihr jetzt auch diesen Kanal, den Playmobil-Kanal. Einfach draufklicken und abonnieren. Sonst im Anschluss diese beiden Videos an der Seite angucken, die wir in der Vergangenheit für euch aufgenommen haben. Schaut vorbei. Freunde, wir sind raus. Und tschüss.